Hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein schon länger erschienenes Buch von Kenta Ruf, Unsere Seelen bei Nacht. Wie immer vom Diogenes Verlag, das scheint einfach mein Lieblingsverlag zu sein. Ich bin auf Mission zum Thema Kenta Ruf, weil ich der Meinung bin, er ist einer der größten Autoren überhaupt. Er hat nur 6 oder 7 Bücher geschrieben, die Diogenes Verlag gerade wieder herübersetzt ins Deutsche. In diesem Buch, das auch mit Robert Redford und Jane Fonda verfilmt wurde, geht es eigentlich um eine ganz einfache Frage. Also eine Witwe klingelt bei einem anderen Witwer und sagt, ach, eigentlich komme ich ganz gut alleine zurecht, aber nachts ist es mir einfach so einsam zumute, kann ich nicht bei dir übernachten, ohne Hintergedanken, ich brauche einfach jemanden zum Reden. Der Witwer lässt sich nach einem kurzen Zögern darauf ein. Sie beginnen eigentlich so ein ganz schönes Zusammensein. Er kommt abends, sie übernachten beieinander und morgens geht er wieder seinen Weg. Es spielt aber alles in einer Kleinstadt in Amerika und es gibt noch jetzt vieles, Gequatsche und Gerede. Die Kinder finden das auch nicht so toll. Es beginnt eine ganz spannende Geschichte, in deren Zentrum diese Beziehung steht. Wird es zur Liebe oder bleibt es diese Freundschaft? Wunderbar geschrieben, sehr interessant, sehr emotional. Also ein sehr guter Einstieg in die Kenta Ruf-Serie. Ja, ich wünsche diesem Buch immer noch ganz viele Leser und auch Kenta Ruf, denke ich, ist ein sehr besonderer Autor. Viel Vergnügen damit, Kenta Ruf, Unsere Seelen bei Nacht.